So, herzlich willkommen zurück. Ja, nachdem wir jetzt quasi die gesamte letzte Woche und auch die letzte Folge die ganze Zeit mit MV-Geräten beschäftigt waren, geht es jetzt mal wieder in eine kleine Höhlentour, naja, in eine etwas größere Höhlentour, mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Wir brauchen Rohstoffe. Wir brauchen alles. Wir brauchen aber sowas von alles. Siehst du, bauen wir es vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe? Macht das Sinn? Nee, eigentlich nicht. Weil die Sache ist, wie gesagt, ich würde auch gerne mal Uran finden. Und ich weiß noch nicht, ob wir dafür auf der richtigen Höhe sind. Ich nehme auf jeden Fall mal ein paar Leiter mit. So. Man weiß ja nie. Geronimo! Oh, da ist jemand gestorben. Fort 1. Hey, wir haben Kupfer gefunden! Wow! Silber, Zinkey, Äpfel, immer gerne. Fackel nehmen wir auch gerne mal mit. Auch ein Leiter ist aber schön. Den Rest. Erde, was wir vielleicht irgendwo hochbauen müssen. So, die Sachen bauen wir sowieso auch ab. Und die Sachen. Oh, Eisen. Kohle. Ja, wir haben ja alles. Und die anderen Sachen, die schmeißen wir. Ich pack dir mal in meine Tasche. So. Wollen wir bereits vielleicht ein bisschen was abbauen? Wobei, ihr konntet es so wenig, das lohnt sich jetzt hier nicht, darum zu stehen. Wir gehen mal lieber in die große Höhle und dann. Achso, siehst du, wir haben ja gar keinen Fallschaden mehr. Ah, genau. Wenn man vom Teufel spricht. Da war ja was. Oh, mein Steißbein. So, genau. Hier ging unsere Höhle runter, wo wir das Sulfat bekommen haben. Aber da haben wir auch mittlerweile mehr als genug. Außerdem ist die Höhle auch schon fast erschöpft. Also da weiter zu suchen, bringt das nicht allzu viel. Mich würde eher interessieren, was es hier so zum Beispiel in dieser Höhle so alles gibt. War das die Höhle, wo Soeren meinte, dass sie Sören meinte, wo, dass sie die bereits ausgeleuchtet hat? Oder haben wir die ganzen Fackeln hingestellt? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir hier so viele Fackeln hingestellt haben. Oh, Diamanten! Ja, okay, dann war es definitiv Sören. Weil die meinte ja auch, dass sie nichts abgebaut hat, sondern nur ausgeleuchtet hat. Weil wir hätten das hier definitiv mitgenommen. Da bin ich mir fast sicher. Wow, Alter, dieses. Ey, willst du mich verarschen? Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie mal was Brauchbares finden. Zum Beispiel sehe ich hier gleich direkt Eisenfelder. Immer gerne. Wow, hier finde ich sogar eine richtige Kohlelache. Sagt man das so? Ne, so wie ein Blutlache, wenn irgendwo so eine riesige Pfütze Blut ist. Dann spricht man ja von einer Blutlache. Gibt es das bei anderen Sachen auch? So wie eine Eisenlache oder Kupferlache oder sowas. Sagt man das da? Ich weiß es nicht. Oder gibt es das Wort Lache wirklich nur exklusiv für Blut? Kann ja sein. Oh, wie das Eisen hier fließt. Guckt euch das an. Ein Träumchen. Okay, ich brauche mehr Licht hier. Denn hier unten gibt es noch mehr. Ach, ich lege einfach mal Fackel hin. So, Feierabend. Soll auch helfen, habe ich gehört. Also nicht Feierabend, sondern Fackeln hinstellen. Mal ein bisschen Licht machen. So. Okay, gehen wir wieder raus. Die Blutlache haben wir abgearbeitet. Oh, Mese. Okay, also wir waren hier definitiv nicht. Das war definitiv Sörens. Sörens.
Twittern es so aus, hören, bitte sag mal ja oder nein oder so in die Comments, einfach damit ich weiß, ob man das mit Ö ausspricht oder mit Sören, 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 Sören. Zu Ehren. Zu Ehren von Sören. Ja. Komm, können wir die gleich niedermachen. So langsam ist jetzt auch wieder nicht, ne? Nicht, dass wir hier eine Meldung bekommen, Ronny, seitdem du Regenbogen hast, ne? Bist du voll Angeber und nutzt nicht mal mehr Stahl, weißt du? Ich arbeite hier mit Holzspitzhacken, ja, und du bist hier zu fein dafür, Eisenspitzhacken zu verwenden. Du gottverdammter Hurensohn. Weiß man nicht, ne? Wie du. Ach klar, direkt vor das Eisen bauen. Ne, weiß man nicht, wie du so die Zuschauer teilweise ticken. Teilweise ticken die wie die Zeitbombe. Alter, scheiß Eisen, viel zu langsam. Hey Ronny, das ist mit dir zu langsam. Ich weiß, das war nur sarkastisch gemeint, aber ich weiß genau, dass du mich provozieren möchtest. Ich komme gleich mal vorbei und zünd deine Bude an. Mach das, ich bin versichert. Wobei man das ja wieder als Aufruf auslegen könnte. Also bitte macht es nicht. Das ist A, illegal. Und B, stehe ich nicht so auf brennende Computer zum Beispiel. Ich meine, mein Haus wäre mir egal im Zweifelsfall. Aber meine Computer. Das geht ja gar nicht. Ich wollte gerade schon, sagen, dass das Eisenwerkzeug sehr lange hält, aber naja, das täuscht natürlich nur, weil ich meine, zeitlich gesehen hält die zwar lange, aber das liegt auch daran, dass sie in dieser Zeit relativ wenig abbaut. Also jetzt relativ im Vergleich zu halt Ringbogen zum Beispiel. Von daher ist es völlig normal, dass die halt, das heißt also, die hält zwar länger, schafft aber in der Zeit nicht mehr als jetzt, ne? Ah, ihr wisst doch, was ich meine. Kommen wir mal irgendwie wieder hoch? Scheiß Sand. Fick dich. So. Gefickt. Oh, Eisen. Danke, Sören. Ich werde sie jetzt Sören nennen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass sie eigentlich mit Öl geschrieben wird. Und nur aufgrund von, weil man ja mit Umlauten im Internet immer so Probleme hat, wegen Registrieren. Manche Seiten erkennen keine Umlaute, klar. Keine Umlaute und so ein Scheiß. Wahrscheinlich hat sie deswegen mit OE geschrieben. Was ja auch Sinn macht, wie gesagt, im Internet. Und irgendwas meine ich auch mal gelesen zu haben, dass das bei ihr auch der Fall ist. Hat sie, glaube ich, mal ins Forum geschrieben. Glaube ja. So, okay, die haben wir hier abgearbeitet. Dann gehen wir mal hier zum nächsten Bereich. Hier zum Beispiel. Sieht doch gut aus. So, oha, da geht's. Oha. Oha. Danke, Sören. Danke fürs Ausleuchten. Da hat man auch gleich mal ein bisschen etwas größeren Überblick von der Höhle. Als solches. Also. Nicht nur wo was ist, sondern auch wie die Höhle allen. Oh. Wie die Höhle an sich auch strukturiert ist. Nee, weil das hier war nämlich, glaube ich, das, wo sie mal. Da waren wir, glaube ich, sogar im Let's Play. Das hat sie, glaube ich, im Let's Play. Da hat sie dann auch gesagt gehabt, ne, genau, da hat sie gesagt, sie hat ausgeleuchtet und hat aber nicht angefasst und ob das denn so in Ordnung ist. Und da habe ich mir Stelle auch im Let's Play zurückgeschrieben mit, ja, doch, du kannst, also, wie hätte ich auch Sachen abbauen können. Dafür sind die Höhlen ja da. Und ich will jetzt hier nicht als, ja, okay, ich bin mal verhungern. Danke dafür. Ich möchte jetzt hier keiner sein, der irgendwelchen Leuten verbietet, hier Sachen abzubauen. Wenn es mir wichtig wäre, dann müsste ich mich halt genauso an die Regeln halten, wie alle anderen auch. Das heißt, wenn ich nicht möchte, dass jemand abbaut, dann muss ich die Scheiße halt protecten. Aber solange wie ich das nicht protecte,
habe ich auch keinen exklusiven Anspruch auf die Sachen hier. Also, wenn hier irgendjemand ist und abbaut, dann ist es halt so. Dann habe ich halt Pech gehabt. Was soll's? So. Warum ist jetzt da? Ich hätte dich gerne auf der 2. Ich möchte meine gewohnte Anordnung hier haben, ja? Dankeschön, Moment. Ah, das ist Geschwindigkeit. Leute, das ist doch Geschwindigkeit. Oh yeah. Oh yeah. How dare you? So, Kupfer hier. Kupfer. Oh, das war eine von höheren Fackeln. Tut mir leid. Komm die wieder vor. Oh, das ist Geschwindigkeit. Oh, meine Fresse. Eine Geschwindigkeit, wo du schneller abbauen kannst, als du gucken kannst. Gibt es ja auch so bestimmte Techniken, also jetzt in der, also jetzt nicht für Menschen, wobei gibt es bei Menschen natürlich auch so Anwendungsfälle. Da gibt es tatsächlich Fälle, da arbeitest du mit Reaktionszeit. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt hast sowas wie Laser arbeiten, da weißt du genau, okay, du hast einen Laser, der ist so scheiße stark, dass der halt, weiß nicht, Material mit mehreren, weiß ich, Millimeter pro Sekunde wegbrennt. Und das heißt, ne, dass wenn du damit irgendwelche Arbeiten machst und sowas, dann kannst du gar nicht, einfach weil der Mensch halt, ja, träge ist, kannst du gar nicht schnell genug reagieren. Das heißt, du arbeitest quasi schon mit Schutzmechanismen, dass du quasi deine Reaktionszeit in die Arbeit einplanst. Das heißt, du arbeitest direkt so, dass du davon ausgehst, dass du langsam reagierst. Kann man das voll blöd erklären? Also, was ich meine, ist zum Beispiel hier, ne? Angenommen, ich möchte jetzt diesen Block hier abbauen, aber nicht den. Dann weiß ich ganz genau, okay, es ist schwierig, jetzt hier rauf zu klicken, weil ich genau weiß, so schnell wie mein Werkzeug arbeitet, ist der Block da dann garantiert auch weg. Aber der soll halt nicht weg. Der muss, warum auch immer jetzt, der muss da bleiben. Und dann macht man das halt so, okay, man arbeitet halt von vorne und arbeitet, baut quasi den Block ab und schon, bapp, hat man den Block abgebaut, ohne den hinteren Block zu beschädigen. Weil man quasi das mit einberechnet hat, dass man mindestens 2 Blöcke abbaut und dementsprechend schon einen Block früher angefangen hat. Und sowas finde ich halt immer so ein bisschen cool. So ein bisschen so, ah, ich bin so overpowered, ich kann damit sogar schon rechnen. Ja. So, wir kriegen auch gleich ordentlich Zink. Oder Zinn. Ist Zinn, ne? Ja, Zinn. Oh, Silber haben wir auch schon. Ah, wir haben schon wieder 2 Stacks. Ja, sehr schön. 2 Stacks. Gerade mal, hey, wir haben gerade mal 1 Stack Kupfer? Kohle? Kommt mir gerade ein bisschen wenig vor, aber wenn er das sagt, dann wird er wohl stimmen. So, ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen. Du kannst weg. Du kannst auch weg. Das brauchen wir erstmal alles nicht. Sonst wird ja mein Inventar zu schnell voll. Geht aber gar nicht. Boing. So. Ne, und das mache ich ja auch zum Beispiel, auch einfach der Einfachheit halber. Also wenn ich zum Beispiel eine Fläche habe, wo eine Menge Eisen oder ähnliches ist, dass ich also ein paar Blöcke hinzieht, dass ich mich dann meistens so hinstelle, dass ich quasi einfach nur einmal kurz klicken brauche und dann alles abgebaut ist. Ohne darauf aufpassen zu müssen, wie lange ich klicke. Ja. Ich glaube, ich laber schon wieder so viel Scheiße, die eh keiner versteht. Deswegen alle denken, Ronny, was laufst du denn gerade für Müll? Hör bitte auf damit. Meine Gehirnwicklungen halten das nicht aus. So, ist hier noch was, irgendwie was? Ah, hier, siehst du hier zum Beispiel so in die Richtung arbeiten? Bup, haben wir gleich alle 3 mit einmal. Easy. So.
Jetzt kommt, das ist ja gar nicht die Höhle, die Sören meinte, sondern Sören meinte eine ganz andere Höhle. Und wir bauen das jetzt hier alles ab, obwohl sie es eigentlich noch abbauen wollte. Oder ich bin wieder später da als die bösen Leute, die alles geklaut haben. Das wäre ein bisschen epic. Ich glaub mal, dann würde ich aus Schmach einfach Selbstmord begehen. Aber jetzt kommen wir bauen am Anfang auch noch den Diamant ab. Ach, ich sehe auch noch. Alter, oh, guckt euch das an. Kommt hier draußen auch noch die Sonne rein? Ich sehe jetzt gerade gar nichts mehr. Ich könnte mal ein paar Fackeln aufstellen. Und da ist auch schon die erste Axt. Spitzhacke zerlegt. Interessant. Jemand. Okay, ich brauche Licht. Es wird gerade draußen so hell, dass ich auf dem Bildschirm fast nichts mehr sehe. Ich könnte auch wieder damit anfangen, mal meinen Gamma-Wert hochzudrehen. Habt ihr zwar immer nur so Semi-Lust drauf, aber wenn es jetzt wirklich wieder die ganzen Tage immer so heller wird, dann wäre es vielleicht doch. Oh. Oh, Alter, direkt ein. Oh, guckt euch das an. Ich glaube, ich habe Geburtstag. So, was wollte ich gerade sagen? Genau. Dass ich mal doch mit Gamma arbeite. Was jetzt die Tage immer heller wird. Und heller, noch heller, noch heller. Und überhaupt heller. Halt jetzt aber echt ganz schön viel Diamant. Vor allem ist das alles andere Diamant. Ist gar nicht der Diamant, den wir am Anfang gesehen hatten. Wo ist denn der? Ach hier. Aha, genau, das war die Stelle, die wir am Anfang gesehen hatten. Licht. Danke. So. Da haben wir hier noch ein Eisen. Ah, guckt euch das an. Guckt euch das an. Ja, bei Minecraft lohnt es sich echt in die Tiefe zu bauen. Weil am Anfang, ne, gerade jetzt mit den ganzen Map, mit diesen ganzen neuen Map-Gens, Minecraft ist ja extrem geizig geworden am Anfang. Du bist am Anfang nur dabei, Mineralien zu suchen. Und deswegen habe ich mir mittlerweile, habe ich mir deswegen schon angewöhnt, wenn ich auf einen neuen Server komme, erstmal straight in die Erde baggern. Einfach komplett straight in die Erde baggern. Weil das bewirkt halt echt Wunder. Ich habe auch das Gefühl, es ist mehr geworden. Ne, am Anfang ist es weniger, heißt es in den oberen Erdschichten oder in den oberen Gesteinsschichten findet man weniger. Dafür findet man aber später in den unteren Schichten mehr. Kann aber auch sein, dass es täuscht. Auf jeden Fall ist das, was wir hier gerade finden, abartig. Also es ist auf jeden Fall nicht weniger geworden, wenn halt nicht sogar mehr. Ja, yeah, die Sonne geht wieder weg. Endlich mal, verpiss dich. Meine hässliche Visage will sowieso keiner sehen. Oh, guckt euch das ganze Eisen an. Oh mein Gott. Bin ich gerade schon wieder in den Shiny reingeglitscht? Kann das sein? Upsala. Licht. Upsala. Licht. Und die nächste Spitzhacke. Eisen. Spitzhacke. Pick. Axt. Pickhacke. Das nächste Bauwerkzeug ist weg. Oh. Und wieder Kohle, yay! Oh, so richtig viel Kohle. Das gefällt mir aber.
So, ich merke schon langsam, dann werden wir wieder voll, ganz schön voll. Erstmal hier ausklambüsern. Stein kann weg. Also ganz ehrlich, Stein ist jetzt wirklich. Stein haben wir mehr als genug. Glaube ich zumindest. Wie viel haben wir davon noch im Lager? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben wir schon wieder mehr als 2 Stacks Eisen. Das ist mittlerweile wieder angenehm. Wir haben aber weniger als 2 Kohle und vor allen Dingen halt noch kaum Kupfer. Wir sind also halt bei weitem noch nicht im grünen Bereich, dass wir sagen können, okay, das reicht. In irgendeiner Art und Weise. Deswegen, soweit wie Sören die Höhle ausgeleuchtet hat, bauen wir auch mal hier ab. Danke nochmal dafür. Das ist echt eine Arbeitserleichterung. Was natürlich gerade im Let's Play immer cool ist, weil es gibt nichts Langweiligeres, als jetzt mal Fackeln aufstellen. Da kann man mal sehen, wie selbst aufopfernd Sören war, dass sie genug Zeit hatte, oder Langeweile hatte, das alles hier aufzuleuchten und sich dabei selbst so unter Zorn gehalten hat, hier nicht selbst alles abzubauen. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja quasi, das war ja schon. Kam einer persönlichen Folterung gleich. Upsala. Licht. Licht. Was sie da für uns gemacht hat. Licht. Scheiß Fackel, Alter. Das hier? Oh, ich denke mal ja. Gut, dann bauen wir es mal raus hier. So zum Beispiel. Ich denke, wir müssen nur darauf achten, jetzt wo hier alles ausgeleuchtet ist, dass wir uns nicht verlaufen. Ich meine, noch wissen wir, wo wir sind, und zwar da oben ist der Eingang. Aber wir dürfen halt, oder wir müssen halt darauf achten, dass wir das auch nicht aus den Augen verlieren. Tja, man merkt auch schon gerade, das, was hier am schwersten zu finden ist, ist Kupfer. Das ist tatsächlich gerade mengenmäßig am wenigsten vorhanden. Ich meine, brauchen wir auch mengenmäßig am wenigsten? Ja, ist korrekt. Aber es fällt halt auf. Es fällt schon extrem auf. Diamant. Tut mir leid. Hoch. Gott, Alter. Schön. So, hier oben geht's, denn hier hört langsam auf mit der Ausleuchtung. Hier geht es nicht mehr so viel weiter. Da hat Sören geschlammt. Spaß, alles gut. Nein, bitte nicht. Ah, Gold. Ach komm, wir auch mit. Gold haben wir zwar in letzter Zeit auch nicht mehr so häufig gebraucht, aber für irgendwas brauchten wir auch Gold. Von daher, wenn schon direkt vor unserer Nase liegt, können wir es auch mitnehmen, ganz ehrlich. Lass ihn raus.
Vor allen Dingen, das Ganze so aus Sörens Sicht, weißt du? Die hat ja alles wunderschön ausgeleuchtet. Ja? Die Höhle sieht perfekt aus. Und dann so einen Tag später kommt sie rein und hier alles verklüfft, alles komplett zerlegt. Hat immer so Einschlagslöcher, so riesige Krater, so. Weiß nicht. Schön. Sehr schön das Ganze. So, ich glaube, damit haben wir den Großteil hier, soweit wie es sich lohnt, erstmal abgefrühstückt. Sagt ihr und fand direkt das nächste. Ja, ich werde hier immer was finden, also ganz ehrlich, ist ja hier, also. Wirklich fertig sind wir in so einer Höhle nie. Du brauchst nicht alleine nur irgendwo drei Blöcke in den Boden schlagen, selbst wenn irgendwo nichts ist. Hier zum Beispiel. Selbst wenn ich mich jetzt hier fünf Felder in den Boden schlage, habe ich direkt wieder massig Scheiße. Das ist halt so schön an diesen tiefen Höhlen, du hast halt überall was. Dass ich immer die Fackeln abschlagen muss hier. Was ist hier los? Nein, bitte kein Kies, eine Fackel, Mann. Lass mich hoch. Ah, das ist unser Aufgang. Schon mal nachguck. Die Frage ist ja immer noch, ob wir den Aufgang weiter nach unten folgen sollen. Also ob wir da tatsächlich noch weiter in den Boden reingehen. Ob wir uns noch tiefer graben. Weil ich auch hier zirkeln, ne? Wir haben zwar hier alles, aber kein Uran. Jetzt kann es natürlich genauso sein wie mit zum Beispiel mit Sulfat, dass Uran nur an bestimmten Stellen wächst. Vor allem nicht wächst. Also an bestimmten Stellen vorkommt quasi. Das wäre natürlich Katastrophe, weil ich nicht weiß, an welchen Stellen das wären. Obwohl Uran ist ja im echten, ne, also im echten Leben, ist ja Uran eine Gesteinsschicht. Kann also sein, dass wir quasi einfach uns nach unten kramen und dann irgendwann mal auf eine Schicht kommen, wo einfach alles Uran ist. Also Urangestein natürlich. Kann aber halt auch sein, dass wir hier so als so, ne, diese ganzen, so wie halt Eisen, immer so als mehrere Blöcke mit einmal vorgefunden werden kann. Ja, kann es natürlich auch sein. Oder aber, dass der Möpchen ganz pingelig ist und sagt, nein, man findet Uran wirklich, so wie hier Mithril, also wirklich immer nur ein Stück und dann nichts mehr. Das also extrem selten ist. Kann ich mir zwar fast nicht vorstellen, weil sonst würden solche Sachen wieder, ne, sonst wäre das halt zu heftig, weil man braucht halt relativ viel Uran für den Reaktor. Und wenn dann Uran extrem selten wäre, das wäre dann schon ein bisschen heftig. Kann ich mir von daher nicht wirklich vorstellen. Das heißt, ich gehe mal fast davon aus, dass wenn wir Uran finden, dann auch eine Menge finden. So, kommen wir wieder raus? Ja. Ich bin ja gerne immer so ein Typ, der mir seinen engen Eingang abbaut. Darin bin ich ja gut. Ja. Ach komm, okay, wir gehen wieder hoch. Yay. Jetzt geht's hier einmal runter und dann wieder hoch. Schönes Ding. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, die Höhle haben wir mehr als genug zerbombt. Wir können direkt hier wieder hochgehen, das ist aber sehr schön. Und da ist auch schon der Eingang, wo wir reinkamen. Oh, noch mehr Mese. Ja, also Mese mitzunehmen nutze ich echt immer. Gerade weil halt Mesekorn halt relativ viel, also wenn man damit große Anlagen baut, dann braucht man auch relativ viel Mesekorn. Und noch mehr Diamant. So, lass mich raus. Und die nächste Spitzhacke ist kaputt. Billigwerkzeug.
So, okay. Die Frage ist, wie, also, bauen wir jetzt hier weiter? Und wenn ja, folgen wir einem bestimmten Schema? Okay, mir fällt gerade auf, dass wir gerade in letzter Zeit zwar massiv jetzt Eisen wieder haben, aber wir haben gerade jetzt gar keine Kohle mehr abgebaut. Warum das denn? Okay. Wie kann man denn keine Kohle haben? Da würde man noch mal ein bisschen was abbauen, ja. Oh, hier ist überall Kohle. Das heißt also, ich habe die einfach gekonnt ignoriert. Mal wieder. Was jetzt in dem Sinne nicht schlimm ist. Aber doch schon eine gewisse. Oh! Eine gewisse Verwerflichkeit beinhaltet. Oh, schade. Wir sind das auch schon wieder Kohle. Gut, vielleicht sieht man die auch einfach nur so schlecht. Kann ja auch sein, weil, ne, schwarze Kohle bei so schon dunklen Höhlen. Aber ich sag mal so, eigentlich ist der Kontrast zwischen den Gesteinen und der Kohle doch schon so, dass man die Kohle eigentlich super easy sieht. Oha, wie ist denn, wir werden sogar gleich wieder mit Obsidian, mit Mese belohnt. Wir brauchen Kohle. Ja, die brauchen wir. Denn die Kohle kohlt und wir kohlen Bier. Was? Wenn man einfach Wörter, die sich rein irgendwie aneinander senkt, ohne zu gucken, ob die überhaupt Sinn ergeben. Das macht Spaß. Das nennt man Freestyle. Oh, auf der Seite waren wir noch gar nicht, oder? Doch, 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 hier waren wir. Aber wir haben die ganze Kohle hier gelassen. Guckt mal einer an. Und dann merkt er, dass wir keine Kohle haben, ist ja klar. Das ist ja dieser typische Ronny. Hier unten haben wir noch massig Eisen und Kupfer. Hier haben wir, Alter! Was war denn hier zu Gange? Waren wir das hier? Was ist der hier? Wir haben alles hier gelassen. Meine, gut, Eisen brauchen wir auch nicht mehr, aber hier ist auch Kupfer und Kohle. Vor allen Dingen Kohle. Ja, das war super intelligent. Ich hau dich gleich. Komm, jetzt hoch hier. Ich will hier hoch. Ich will hoch. Dankeschön. Hier haben wir noch Kupfer. Können wir wieder Kupferspulen bauen? Amateurfunker. Und direkt wieder eine Belohnung. Das ist ja so ein richtiges Belohnungssystem hier. Das ist ja wie eine Sucht. Aha. Und der haben wir tatsächlich wieder ein bisschen Blei. Blei gibt es ja auch extrem selten, kann das sein? Ich meine, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier gerade von Blei überschwemmt werden. Gut, ist auch ganz gut so. Ich meine, Blei ist zumindest ein giftiges Material, also in der Realität. Von daher. Ich glaube, sollten wir langsam anfangen, hier ein bisschen auszulagern. Es wird hier ganz schön voll in meinem Inventar. Das war der falsche. Du kannst zurück. Ja, so ist gut. Eigentlich können wir auch das ganze Gestein mitnehmen. Ich meine, selbst wenn wir massig Gestein bereits haben, erstens, wenn wir es eh wegschmeißen, können wir es auch einfach in den Rucksack verschieben. Also ist nicht mehr Arbeit. Und zweitens, es gibt garantiert wieder irgendwann einen Moment, wenn wir dann wieder ein bisschen mehr Stein brauchen und dann erstmal Stein suchen müssen. Ja, und dann können wir einfach gleich hier Stein mitnehmen. Dann haben wir jetzt gleich Stein. Oh, ich habe einen Durchbruch. Jetzt hat das Gestein einen Einlauf bekommen. Kennt eigentlich sowas noch jemand? Gibt es sowas überhaupt noch, so einen Einlauf? Obwohl. Es gibt auch bessere Themen, über die man reden kann.
weil wir wollen hier nicht anfangen, über Einläufe zu reden. Das ist, nee. Nee, nee. Definitiv falsches Thema. So. Ich glaube, jetzt haben wir hier einigermaßen ordentlich alles abgebaut. Ach komm, hier. Noch ein bisschen. Wir haben schon wieder völlig Überlänge. Ich habe schon wieder komplett vergessen, auf die Zeit zu achten. Von daher würde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt Feierabend hier für die Folge. Und in der nächsten Folge bauen wir es dann einfach wieder ein bisschen nach unten. Machen wir so. Bis dann.